Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 aus dem Ranch DLC. So, was wir gerade mal noch machen, ist das hier mal verkaufen. Das hier mal verkaufen. Den Teppich lasse ich mal, da können wir uns später mal drum kümmern. Ups. So, weil wir haben ja für Carla Monika jetzt die Wohnung hier drüben fertig gemacht. Die kann da wohnen. Karl Theodor wird dann hier nochmal irgendwann einziehen. Und ja, dann haben wir hier das Problem, nicht wie wir das mit den Kiddies hier machen. Oh, reparierst du das bitte gerade mal? Draußen bei Dunkelheit selbstsicher sein. Moment, wir haben doch bestimmt einen Trank dagegen. Glück, Promiserum, Konzentration, Energie, Spaß. Das kannst du bei Sebastian mal verkaufen. Das kriegt deine Frau. Das kriegt auch deine Frau. Den können wir auch mal verkaufen. Und das kriegt auch deine Frau. Und das können wir auch verkaufen. So. Dann müssten wir hier gerade mal gucken. Irgendwas gegen Angst. Wünsche Auffrischer. Angst Adieu, genau. Den würde ich gerne kaufen. Dann soll er den mal trinken. Perfekt. So, du genauso. Du hast doch Angst Adieu noch, oder? Sofortiger Spaß, Angst Adieu, genau. Trink du den auch mal? Bah. So, dann bin ich mal gespannt. Oh, da geht wieder ein Huhn dahin. Da kannst du dich mal gerade noch, du müsstest aufs Klo. Könntest du aber gerade hier gehen. Du bräuchtest auch den Angst auf Tschüss, Angst Adieu, genau. So, die haben irgendwie alle Angst im Dunkeln. Das wollen wir natürlich nicht. So, du gehst aufs Klo. Trocken und warm. Weglegen ist, glaube ich, das Richtige. So. Du bist da oben. Ich soll dich gerade mal gucken. Wie geht's dir denn? Du kannst noch weiter schlafen. Du solltest dich auch schlafen legen. Meine Liebe. Tantiemen Bericht. Sehr gut. So, hast du eigentlich noch Hausaufgaben auf? Abschlussarbeit musst du noch machen. Hausaufgaben. Oh, mach die mal fertig. Besser wäre das. Und danach darfst du mal noch duschen. Und du nimmst jetzt die Waschmaschine hier. Okay. Ach, hier müssen wir auch noch. Das ist Küche. Das ist Badezimmer. Da müssen wir natürlich auch gucken. So, danach kannst du, wie gesagt, mal eine dampfende Dusche nehmen. Ja, sie hat jetzt ihre eigene kleine Wohnung hier. Die haben wir in der letzten Folge mal gebaut. Ist jetzt noch nicht unbedingt ganz fertig, aber ist jetzt mal ein Anfang. Hier oben hat sie dann Schlafzimmer und ein kleines Büro sozusagen. Universität, Kursarbeit, Abschlussarbeit, Schreiben, Entscheidungen fällen. Da darf sie schon mal mit anfangen. So. Spülmaschine beladen. Mach das. Du könntest, du musst noch was essen dann. Dann könntest du aber mal hier kochen. Mach du mal
Was könntest du denn machen? Tofu-Tacos, mach die mal. So, du hast dich ums Kind gekümmert. Du solltest erstmal was schlafen, meine Liebe. Du bist nämlich müde. So, sie brauchen noch Spaß, aber es ist auch ganz gut, wenn sie noch was schläft. Mieterrevolte. Es gibt keine Mietpartei mehr. Wenn ich das mal so sagen darf. Das war wahrscheinlich noch irgendein Relikt. So, du willst ein Nickerchen machen. Du kannst ja mal aufräumen. Mein Lieber. Und dann darfst du hier unten noch die Wäsche in den Trockner tun. Das wäre auch kein Fehler. So, du schläfst, du kochst. Oh, du kochst gleich hier drüben, okay? Ja, geh ruhig ran. Er kocht gleich hier drüben. Sie macht an ihrem PC. Ja, hier müssen wir, wie gesagt, auch noch neu weiter gestalten. Hier sowieso. Aber dazu brauchen unsere Sims erstmal ein bisschen Geld. Klicken treffen. Deine Freunde, die einen Schlüssel besitzen, sind gerade vorbeigekommen, um dir etwas Gesellschaft zu leisten. Okay. Nein, wollen wir nicht vorzeitig beenden. Schön, wenn die da sind. So, wie geht's ihr? Der geht's gut. Dann würde ich sagen, gehst du mal ausreiten, aufmuntern, aufsteigen. Du könntest auch mal aufsteigen. Dann könnt ihr mal losreiten, dass wir noch ein bisschen die Zeit für den vom Tag nutzen und einen Ausritt machen. Er serviert. Okay. Tu dir keinen Zwang an. Tu dir keinen Zwang an. Ah, da bist du. Sehr gut. Ja, du bist nicht mehr die Jüngste, ne? Carla. Aber kannst immer noch ausreiten. Oh, wir haben noch eine Ziege hier. Ein Zwergschaf. Sind aber auch nur noch wenige von übrig. So, brech mal zu einem intensiven Ritt auf. Du genauso. Du solltest aufsteigen. Aufsteigen, bitte. Du sollst ausreiten. Das Schild müssen wir auch noch wegmachen. Es gibt keine Mieteinheiten mehr. So, auf geht's. Auf geht's. Das machen wir später weg, wenn die vom Ausritt zurück sind. Fühlt sich unwohl. Wegen Trinken, okay. Energie und Hunger. Ja, jetzt reite du aber erstmal aus. Hi, Carla Monika. Carla Maria, Entschuldigung. Der findet drüben den Geschirrspüler, glaube ich, besser als unseren hier. Aber gut, sein Ding. Das ist sein Ding. Sie schläft. Oh, da ist eine Windel fällig. Ja, da ist eine Windel fällig. Dann können wir sie mal aufwecken. Und sie braucht eh auch Spaß und ein bisschen Hunger. Oder Hunger hat sie auch. Ich glaube, der geht hier vor. Mehr Auswahl, schmutzige Windel wechseln.
Dann kümmern wir uns um sie, sobald sie wach ist oder er auch damit fertig ist. So, morgen wird sie dann auch schon älter. Morgen ist dann der Tag der Tage. Ach, du bist zurück. Sehr gut. Dann kannst du dich um deine Tochter hier kümmern. Kannst du sie aufwecken? So, sie kann den Entwurf weiter bearbeiten. Das soll sie auch bitte tun. Universität, Kursarbeit, Abschlussarbeit, Schreiben. So, da darfst du dran weiter bearbeiten. Um das Baby soll er sich kümmern und du kümmerst dich um sie. Du um Carla Cornelia, du um Carla Conny. Wenn ich bitten darf. So. Na? So, genau. Jetzt kannst du sie einmal stillen. Und dann können wir mehr Auswahl Windel wechseln. Und dann kannst du mal ein bisschen Bauchzeit verbringen. Wo bist du? Ah, bist gleich da. Okay. Sehr gut. Und dann können wir anschließend noch ein bisschen stehen üben. Ach, krabbeln üben geht ja gar nicht mehr. Genau. Und dann machen wir noch mal stehen üben. Ja, nein, ich will nicht mit dir abhängen. Ja, werf die gerade noch weg, wobei du bist müde. Du kannst dich so mal schlafen legen dann, nachdem du gefüttert hast. Du sollst sie nicht ablegen. Du sollst ihr die Windel wechseln. Was am Windel wechseln hast du nicht verstanden? Okay, hast du nach hinten verschoben? Kann man machen, sollte man aber vielleicht nicht. Aber gut. So, leg du dich mal schlafen. So, sieht aus, als wäre alles gemacht. Ja. Sie kann sich immer besser abstützen, das ist richtig gut. Auch wenn sie vor sich hin dampft wie eine Dampflok. Aber sie kann sich immer besser abstützen. Das ist echt schön. Michelle hat keine Schicht. Er hat keine Schicht. Du lernst weiter. Du müsstest aber mal aufs Klo, ne? Kümmern wir uns gerade mal um dich. Dann geh du gerade mal auf Toilette. Und Hunger hast du auch. Mehr Auswahl öffnen. Wo hat denn der Michel das Zeugs hingepackt? Warum liegst du dort? Du könntest dich auch einfach ins Bett legen. Das wäre effektiver. So. Ja, wir lernen stehen. Das macht ihr auch Spaß. Das macht ihr richtig Spaß, stehen lernen. Im Normalfall jedenfalls. Füße ins Wasser tunken mit Carla. In welches Wasser? In welches Wasser? So, dann kannst du sie danach mal hier ist, sie ist munter, ne? Ja, dann könntest du sie danach mal hier ablegen. Oh,
Meilenstein auf Betreuungsperson Pieseln freigeschaltet. Na, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt kannst du sie hier absetzen. Ja, und dann hast du nämlich Hunger. So, dann kann sie nämlich gleich... Ja, ja, geh aufs Klo. Dann kannst du nämlich hier ein bisschen spielen. Ich finde, dass das... Guck mal, sie krabbelt. Sie krabbelt. Das finde ich richtig süß. Hier haben wir halt auch die Zeit, denen das beizubringen, ne? Hier haben wir die Zeit, denen das beizubringen. Das ist leider bei der 100 Baby Challenge nicht so gegeben. Der ist verdorben. Den darfst du reparieren. Und dann darfst du ein Gericht nehmen. Und den packen wir mal da rein. So. Was machst du? Du bräuchtest Spaß. Räum das gerade mal auf. Dann kannst du dich mal um Spaß kümmern. Hausaufgaben hast du ja jetzt durch, ne? Hausaufgaben abgeschlossen, Hausaufgaben abgeschlossen. Sehr gut. Okay. Was für eine Qualität ist das? Ausgezeichnet, sehr schön. Das ist das, was wir brauchen für sie. Und du kannst dich danach dann auch mal schlafen legen. Hallo? Ach so, ja. Ich bin ja schon bei ihr. So, was kannst du eigentlich machen? Kannst du dich hier irgendwie hochziehen? Das wäre doch ganz nett. Fingerfood bekommen. Ich dachte, sie könnte sich vielleicht hochziehen. Ah, sie krabbelt. Aber sie kann auch bald schon wieder... Könnte auch schon wieder ins Bett. So, bringen wir sie ins Bett. Oder wir lesen ihr erstmal eine Geschichte vor. Kuckuck spielen, das machen wir zuerst. Üben wir nochmal stehen. Fingerfood im Hochstuhl geben, das können wir auch mal noch machen. Da ist jemand wach. Ah, Telefon. Morgen. Ja, bitte ihn ruhig um ein Date. Mach das. So, du kannst hier gerade mal noch aufräumen. Und dich danach wieder hinlegen. Du hast eh noch Hunger erstmal. So, wo bist du unterwegs? Ach so, du warst schon drüben. Die sind auch noch da. Ja, ein paar über, also restliche. Ich würde gerne noch eine Katze oder sowas hertun, aber wir sind hier voll, was das angeht. Und, so. Die ist richtig süß, wenn die so krabbelt. Was machst du jetzt? Stehen üben. Fingerfood im Hochstuhl geben. Die Geschichte hat sich erledigt. Oder das Kuckuck? Du hast Spaß. Ach, das ist ja gut. Ja, dann kriegst du noch was zu essen. Fingerfood. Probieren wir mal Haferringe. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Was machst du? Ja, da ist einmal die Windel fällig. So, du kannst dich wieder hinlegen. Ah, jetzt funktioniert das Fingerfood. Sehr gut.
Yeah, Cornelia mag Haferringe. Der Geschmackstest war erfolgreich. Wunderbar. Meilenstein. Erstes Fingerfood. Ja, da ist, glaube ich, gleich eine Windel fällig. Das kann aber dann jemand von euch beiden noch machen. Sie isst erstmal noch. Ja, lecker. Das gefällt dir, ne? Das Matschen offenbar nicht so. Weinen, traurig, weil zu lange wach ist. Ja, wir bringen dich gleich ins Bett. Leg du dich mal wieder schlafen. Das kann der Papa machen. So. Bist du satt? Nee, du bist nicht wirklich satt. Hör mal auf zu weinen. Iss mal noch weiter. Jawohl. Du siehst schick aus, meine Liebe. Aber sie wird nicht wirklich satt dadurch. Da müssen wir also auf jeden Fall nochmal... auf jeden Fall mal noch mit der Flasche füttern. So, ja, da darfst du hin. Du bist da dran. Du bist glücklich. Du kannst aber gerade mal noch... Ah, der ist... Trockner ist sauber, okay. Ah, und du übst Geige. Schön. Das kann sie richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und wenn sie das gut können, dann... ist das auch eine feine Sache. So, was ist mit dir? Nein, 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 nein. Nicht in Haia gehen. Nicht in Haia gehen. Dein Daddy darf dich jetzt erstmal noch füttern, dass der Hunger auch wirklich komplett weg ist. Nach Säugling sehen brauchen wir nicht, aber die Windel sollten wir jetzt noch wechseln. Mehr Auswahl. Windel wechseln und wir sollten dich mal kurz waschen. Und dann können wir sie ins Bett legen. Nicht absetzen. Schlafen legen, so rum. Prost. Prost. So, sie schläft wieder. Ja, ja, du sollst auch die Windel wechseln, ne? Was für eine Reihenfolge hast du hier wieder? Du sollst sie nicht schlafen legen, du sollst die Windel wechseln und dann schlafen legen. So, er muss los. Warst du da? Hatte ich gar nicht mitgekriegt. So, mehr Auswahl. Füttern. Ach, da hat jemand... Hast du den kaputt gemacht? Reparier mal. So. Du sollst hier füttern. Was genau daran hast du nicht verstanden? So. Du musst aufs Klo. Geh du mal. Du kannst jetzt in die Haia gehen. Jawohl. Stillen. Ja. Okay. So, damit würde ich sagen, ist die Zeit auch wieder vorbei. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wo bist denn du? Ach, da kommst du. Okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Sie kann mal schlafen gehen. Jetzt in ihre eigene Wohnung.
So, die darfst du mitnehmen. Hat sie dir eingesteckt? Nee, wo ist die Geige hin? Da. So, hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Sehr gut. So, du schläfst, das ist gut. Du fütterst, das ist auch gut. Schreiendes Baby, gibt es gerade keins. Du bist relativ ausgeschlafen. Kannst dich aber trotzdem nochmal hinlegen. So, du kannst dich auch wieder hinlegen. Dann sind es gleich hoffentlich alle am Schlafen. Ach so, genau, ich wollte die Folge beenden. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.